Okay. Hä, wo ist denn der? Da sind wir voll falsch. Keine Befugnis, okay? Nee. Also ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Und wo wir ihn finden können. Kann natürlich auch sein, dass er nicht mehr in der Stadt ist, aber das würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Es kann aber natürlich auch sein, dass er im Hexenmausoleum ist. Beziehungsweise in dem Laborteil, was außerhalb der Stadt ist. Aber ich meine, es wurde ja nichts angedeutet. Ja, reden wir mal mit den Leuten da draußen. Vielleicht hat den ja irgendjemand gesehen, keine Ahnung. Reden wir mal mit der Wache. Ist das vielleicht das Ding, das im Lunar-Labor aufbewahrt wurde? Wer weiß? Wird alles gut werden? Was ist denn da? Was ist das denn? Was passiert jetzt? Eine gute Frage. Ja, ich finde aber den Professor nicht. Ich werde wirklich schon überlegen, ob ich jetzt aus der Stadt rausgehen soll. Richtung Air Station, Richtung innere Straße. Wohl. Gehen wir mal Richtung Air Station. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo der ist, Mann. Na, wo kann der sein? Odin, wo bist du? Aussteigen. Bitte, er ist hier. Oh, ich hoffe es so sehr. Die Air Station. Also eigentlich schon blöd, wenn er hier ist. Es wurde nicht angedeutet. Oder die haben darauf gehofft, dass ich jetzt extra in die ganze Stadt rumlaufe. Aber ist auch zu. Nee, dann nee, dann verlassen wir die Stadt und gucken mal im Labor, was außerhalb der Stadt ist. Ich habe keine Ahnung, Mann. Was sagen die denn hier? Ausgerechnet dann, wenn der Präsident abwesend ist. Gehen wir mal Richtung Residenz, also fahren wir jetzt nochmal wieder zurück und dann zum Stadteingang. Ich habe wirklich keine Ahnung, Mann. Wieso ist der Typ ausgerechnet jetzt nicht in seinem Labor? Ich denke einfach aus dem Grund, weil wir ihn gerade suchen. Sonst wäre es ja viel zu einfach. Und habe ich was übersehen im Labor? Eigentlich nicht. Ich war ja oben drin. Also nochmal gehe ich da jetzt bestimmt nicht rein. Ja, was sagt denn der in Rot?
Ich wollte mal fragen, was jetzt los ist, aber niemand ist in der Residenz. Gut, da er es jetzt aussagt, dann... ja. Bleibt eigentlich nur das Labor außerhalb, übrig. Ich hoffe, dass er da ist, weil sonst müsste ich wirklich überlegen, wo der Typ steckt. Nein, wir fahren weiter. Ja, aber eine andere Möglichkeit gibt es, glaube ich, gar nicht. Wenn ich so recht überlege. Also, er könnte nur noch in dem Labor sein. Ansonsten... ansonsten kann er nirgends sein. Eigentlich. Es sei denn, er ist irgendwo hingezaubert. Und nur er weiß, wo er ist. Oder nicht mal er weiß, wo er ist. Ja, mieten wir uns einfach noch ein Auto. So, jetzt wieder so lang, bis wir aus der Stadt draußen sind. Ich will schon mal überlegen, ob es Sinn macht, wenn der Typ im Labor ist. Ich meine, er ist Professor, also man kann davon ausgehen, dass er im Labor ist, aber was soll er dort machen? Ja, im Hexenmausoleum wird noch weniger Sinn machen. Eigentlich. Ja, wir können nur gucken. Wo gehen wir denn raus? Hier lang. So. Also auf zum Labor. Die erste Haltestelle. Das müsste das hier sein, oder? Oh, der Eingang ist hier. Bitte sei da. Bitte. Oh, ich bin so gespannt. Nein. Der Ort hier ist schon vor langem stillgelegt worden. Wenn kein Forschungsprojekt mehr da ist, gibt es nichts zu tun. Okay, runter können wir auch nicht. Hä? Ich bin gerade so verwirrt. Wo kann denn der Sack jetzt stecken? Na dann. Nächste Möglichkeit ist nur noch. Wo gehe ich jetzt lang? Hier, im Hexenmausoleum. Ich habe keine Ahnung. Es macht keinen Sinn, dass er hier ist. Es wäre so bescheuert, wenn er jetzt hier wäre. Aber wo soll ein Esther stecken? Ja, Mann. Warum ist es nur so lange her, dass ich das letzte Mal Final Fantasy 8 durchgespielt habe? Mir fällt's nicht ein, wo der Typ ist. Und du sagst dir. Halt stehen geblieben. Halt stehen geblieben, ja, okay. Ja. Aber die haben gesagt, wir sollen jetzt zurück zur Hauptstadt. Aber warum ist er da nicht? Wir müssen einfach weiter gucken. Moment. Esther Air Station, Forschungslabor, Luna Gates, Tears Point und Hexenmausoleum. Nee, dann gehen wir mal. Steigt rein. Ah, jetzt. Dann gehen wir mal Richtung Esther. Ah, ich bin doch so verwirrt. Mann.
Ja, okay, noch mehr, weniger Treibstoff, aber ist egal. Da lang, da lang. Da entlang und wieder da rein. Ah, hey, mir fällt es wirklich nicht ein, wo ich noch suchen könnte, um ihn zu finden. Also Air Station war keiner. In der Residenz war keiner. Okay, ich könnte jetzt notfalls noch im Stadtzentrum gucken. Wenn er da ist, also dann war das jetzt gerade so umsonst, das Ganze. Hier müssten wir richtig sein. Also in Esther auf jeden Fall. Ja, aber prüfen wir das mal. Gehen wir erstmal ins Stadtzentrum. Und gucken, ob der Clown da sich irgendwo auftreibt. Herumtreibt. So, biegen wir mal hier ab. Achso, wir hätten auch mit dem Ding fangen. Ach, ist jetzt egal. So. Residenz, Stadteingang. Nein! Ich wollte doch nicht einsteigen. Okay, wir sind jetzt gerade in der Einkaufspassage. Aber hier ist auch nicht, man sieht's. Dann bleibt ja nicht mehr viel. Okay, da sind schon Sachen zugesperrt. Das sind Soldaten. Jetzt sind wir wieder hier. Warum ist er nicht in der Residenz, Mann? Warum lässt er uns jetzt suchen? Aber von dem weiß ja auch keiner was. Naja, müssen wir weitersuchen. So, gehen wir noch mit dem Teil, gehen jetzt Richtung. Ach ne, wir sind ja schon, glaube ich, richtig. Wir müssen jetzt Richtung Magielabor. Die Frage, ob wir jetzt da lang müssen oder unten lang, ist aber auch eh sowas von egal. Hauptsache, wir finden ihn irgendwo. Oder irgendwann. Was weißt du? Okay. Wenn wir jetzt da lang gehen, ist ja da wieder die Air Station. Da kommen wir auch nicht rein. Okay, ein Speicherpunkt und drei Leute. Sie wurden doch vor 17 Jahren versenkt. Oder sie wurde. Das war ja mein Schiff, glaube ich. Lunatic Pandora. Ich denke, die Vergangenheit von Esther holt uns ein. Warum gerade jetzt wieder? Wir sind ja wieder an so einem Ausgang. Gehen wir mal Richtung Residenz. Von weiter. Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wo wir da hin müssen. Ich bin gerade so verplant.
Da ist extra nochmal rein, aber da ist doch niemand mehr.